Hallo und herzlich willkommen bei der Landluft. Du siehst hier typische Kricherl, die haben auch andere Namen wie wilde Pflaume. Die gelben heißen bei uns zum Beispiel auch Mirabellen. Sie sind verschiedene Pflanzen aus verschiedenen, meistens Mischungen von unterschiedlichen Gattungen. Manchmal ist Schlehe dabei, meistens ist Zwetschge dabei. Und daher gibt es auch welche in Gelb, so wie du hier siehst, hellem Gelb bis Orange, Rot bis hin zu Dunkellila. Alle sind rund, in verschiedenen Größen. Die hier sind eher kleiner, gibt es auch etwas größer, aber nicht viel größer. Das Pflücken geht ganz, ganz schnell und ich habe hier die faulen Mirabellen aussortiert. Ansonsten kannst du sie ganz einfach verarbeiten mit Kern. Die Blätter gebe ich hier raus. Wenn noch Stiele dran sind, gebe ich die auch mal weg. Aber es ist nicht unbedingt nötig. Kricherl werden oft auf den Bäumen gelassen. Deswegen möchte ich dir hier jetzt zeigen, wie einfach es ist, aus denen eine wirklich hervorragende Marmelade zu machen. Da drinnen im Kricherl siehst du den Kern, der eben ausschaut wie ein kleiner Zwetschgenkern, kleiner Pflaumenkern. Und recht mühsam zu entfernen ist, wenn man das wirklich händisch machen wollte. Deswegen koche ich das Ganze einfach auf, gebe dann noch einen Stiel raus. Beim Kochen ploppt die Schale auf, du hörst es richtig, das macht plopp und dann fängt es an zu brutzeln. Da hört man dann, dass der saftige, köstliche Inhalt da aus den Kricherln rauskommt. Wie gesagt, die Stiele wegnehmen, das muss nicht sein. Da hast du eins gesehen mit einem braunen Fleck. Das war aber kein Faulen, sondern nur eine kleine vernarbte Stelle. Dann zeige ich dir die Gläser, die ich brauche, dann Zucker und eine Schüssel und eine so Salatsieb, das man normalerweise zum Salatabtropfen verwendet. Gut umrühren und ich koche das jetzt so lang, bis die Bälle, die gelben oder bei anderen Farben auch roten und violetten, ganz einfach entweder geploppt sind oder weich sind. Und du siehst schon, da ist ganz, ganz viel Saft und Soße einfach mit dabei. Da bleibt wirklich ganz, ganz viel über. Da ist jetzt richtig weich gekocht, es sind fast keine ganzen Kricherl mehr da drinnen. Und jetzt geht es dann darum, die Kerne loszuwerden. Um die Kerne loszuwerden, brauchen wir dann gleich das Salatsieb. Und du wirst sehen, das ist wirklich eine Arbeit von wenigen Minuten, je nachdem wie genau man es macht. Man kann es auch ganz genau machen, dann kann man natürlich auch eine halbe Stunde dabei stehen. Aber normalerweise geht das wirklich schnell und du hast eine gute Ausbeute. Und schnell gute Marmelade. Da siehst du, das Sieb ist einfach in der Schüssel. Die Schüssel soll natürlich etwas größer sein als das Sieb. Und ich schöpfe jetzt den Kricherl-Sud einfach in das Salatsieb. Und ganz viel von der Soße, von dem Saft aus dem Kricherl geht einfach von selber da unten raus. Und alles andere wird jetzt ganz einfach, da kommt gleich, es ist heiß, wird ganz einfach dadurch passiert mit dem Kochlöffel oder mit dem Schöpflöffel, was dir sympathischer ist. Und du kannst es so lang machen, wie du willst. Je länger du das machst, desto mehr kommen auch Schalenteilchen mit rein. Ich habe das ganz gern, aber je nachdem, wie du das magst. Wenn du es ganz kurz machst, hast du es hauptsächlich saftig. Siehst du, ich gebe dir die Schalenteilchen sogar noch extra dazu. Wenn du das länger machst, kommen vielmehr auch festere Teile dazu. Die meisten Kricherl dürften sehr viel Pektin haben, weil ich gebe da nur dieselbe Menge an Kristallzucker dazu. Das ist kein Gelierzucker. Also das sind jetzt ungefähr 2 Kilo Kricherl Soße und ungefähr 2 Kilo Zucker, ganz normaler Zucker. Wenn du es lieber hast, da wirklich nur den Saft zu verwenden, also quasi Gelee draus zu machen, dann brauchst du Geliermittel dazu. Das kann Gelierzucker sein, das kann Agar-Agar sein, was immer dir sympathisch ist. Ich mache Marmelade grundsätzlich nach verschiedenen Versuchen mit schimmelig werdender Marmelade
nur mehr mit derselben Menge Zucker. Also in dem Fall zum Beispiel 2 Kilo Kricherl, Soße, 2 Kilo Zucker. Wenn du das gern hast mit wenig Zucker, dann würde ich dir raten, die Soße noch etwas einzukochen, damit das ein bisschen dicklicher wird. Dann hält es schon einmal länger, auch wenn du weniger Zucker dazu nimmst. Du kannst sogar das nach Bobil-Art so lang einkochen lassen, bis fast kein, nur mehr sehr wenig Wasser drin ist. Brauchst du gar keinen Zucker, das dauert aber Stunden und es bleibt nicht viel über. Wenn du weniger Zucker nimmst, würde ich dir auf jeden Fall raten, es relativ schnell aufzubrauchen. Ich möchte die Marmelade wirklich über den ganzen Winter halten, also verwenden, und daher die Zuckermenge. Das Ganze darf jetzt noch einmal wirklich richtig aufkochen, also bis das Ganze richtig wallt. Dann bildet sich da oben dieser typische Schaum. Da gibt es wieder Leute, die seien den Apfelsin nicht mögen. Das kann man dann machen und dann einfach quasi daneben ganz vorsichtig drüber fahren und dann nur den Schaum daneben ablegen. Ich mag auch den Schaum ganz gern, weil der ist so fluffig. Also das sind ein paar Messerstiche voll Marmelade, die fluffig ist. Aber das ist Geschmackssache. Also es muss auf jeden Fall Schaum oder nicht, muss das gut aufkochen. Und dann, wenn es kocht, wirklich als im kochenden Zustand in die Gläser füllen und dann schnell verschließen. Danke dir fürs Zuschauen und über deine Fragen und Kommentare freue ich mich wie immer sehr.